Da war einmal ein Mann, der hat einen Hund und ging an den See spazieren. Er nahm einen Stock, schmiss den Stock ganz weit in den See hinaus und der Hund, der wollte den Stock holen, der lief los und er lief über das Wasser zum Stock, nahm den Stock in die Schnauze, lief zurück über das Wasser und legte den Stock dem Mann vor die Füße. Der Mann dachte, ich spinne, ich verliere jetzt da was, ich verliere da jetzt gleich was. Er versucht es nochmal, nahm den Stock, schmiss ihn noch weiter hinaus. Der Hund lief los, lief über das Wasser, nahm den Stock in die Schnauze, lief über das Wasser zurück, legte dem Mann den Stock vor die Füße und er dachte, jetzt ist passiert, ich habe meinen Verstand verloren. Da kam ihm die Idee, ich frage meinen Nachbarn. Morgen frage ich meinen Nachbarn, ob er mitkommt, dann habe ich einen Zeugen. Er geht mit dem Nachbarn am nächsten Morgen an den See, hat den Stock da schon versteckt, nimmt den Stock so ganz so nebenbei, schmeißt ihn auf den See raus und der Hund spielt sofort los, läuft über das Wasser, nimmt den Stock in die Schnauze, läuft über das Wasser zurück, legt dem Mann den Stock vor die Füße. Und der Mann denkt nur so, okay, ich hab's gesehen, dreht sich zum Nachbar um und sagt so, hast du irgendwas bei meinem Hund gesehen, irgendwas bemerkt, dass das vielleicht außergewöhnlich wäre? Der Mann sagt, ja klar, ja, ich hab was gesehen, ja, völlig außergewöhnlich, ja, ganz klar, ja. Und der Mann sagt, ja, was ist es denn, was du gesehen hast? Und der Nachbar sagt, ja, dein Hund kann nicht schwimmen. Manchmal sehen wir Dinge und sehen andere nicht. Wir haben eine Sicht für etwas und sehen vielleicht völlig das Falsche. Wir interpretieren es falsch. Der Hund kann vielleicht super gut schwimmen, aber er kann auch auf dem Wasser laufen. Und manchmal gibt es Leute, die denken genauso über Gott. Sie sehen die Welt an und sehen all das Leid und sagen, ja ganz klar, da kann kein guter und lieber Gott sein, weil da ist so viel Leid in der Welt. Aber das ist die falsche Sicht. Vielleicht ist da eben ein riesig großer Gott, der riesig gut schwimmen kann und der super lieb ist, aber er hat dem Menschen Verantwortung gegeben und deshalb ist da Leid, weil wir leben, wie wir wollen und weil wir leben, ohne Gott mit einzubeziehen. Die Frage ist die Sicht, was sehen wir und was schließen wir daraus? Vielleicht ist es heute dran, dass du die Dinge neu und anders ansiehst.